ihr da draußen? Also ich muss euch ehrlich sagen, ich finde diese Welt momentan gruselig und glaubt nicht, dass ich jetzt noch ein etwas Gruseliges dazusetzen möchte, obwohl es so wirkt. Wir malen nämlich heute einen, und jedes Kind weiß jetzt, was wir malen, außer ich, Tripterops oder irgend so was ähnliches, Tripterrat mit Sputzum. So was ähnliches malen wir heute. Und ich will euch mal sagen, was ich an diesem Vieh ganz besonders schön finde. Das ist die Vorzeichnung von dem. Und das ist ein Pflanzenfresser. Ein Pflanzenfresser, der Pflanzen frisst. Und der ist ganz stark. Er ist so stark, dass er das blöde Raubtier, den alle Kinder auch gerne malen, dieser, wie hieß der denn, mit zwei Beinen Luft und alles auffrisst, alle Leute auffrisst, den stellt er sich zum Kampf. Und ich finde das unglaublich gut, weil er ist stärker als der. So, die Regie hat mir geholfen, es ist der T-Rex. Also der Kampf zwischen einem Tripteros oder wie das Vieh heißt und der T-Rex, da gewinnt dieses Vieh. Und ich wünsche mir so, dass alle Pflanzenfresser und alle, die den Frieden für sich gewählt haben und den Frieden mit der Natur, den Frieden mit den Menschen, der Friede mit sich selbst, dass diese Menschen kraftvoll da sind und den T-Rex und die Leute, die auf Kosten anderer leben, einfach besiegt. Das ist das, was ich mir für die Zukunft wünsche. Und das werde ich euch jetzt zeigen, wie wir alleine, wenn wir das malen, schon ganz glücklich sein können, dass es solche Tripterotzebatze gibt. So, jetzt, wo ihr alle noch zuguckt und noch nicht die Lust verloren habt, denkt bitte dran, auch Künstler müssen von irgendetwas leben und müssen ihr ganzes Zeug bezahlen. Ich würde mich sehr freuen, wenn mich noch ein paar mehr Leute unterstützen würden bei Patreon. Und nicht nur mich, sondern auch Gregor und Silke, die dabei helfen, dass wir diese schönen Videos hier machen können. So, jetzt fangen wir an. Das ist dieses Tier, deren Namen ich immer vergesse, aber jedes Kind weiß es. Dieser Pflanzenfresser, der den T-Rex besiegen wird und den wir jetzt hier schon mal darstellen, damit jeder T-Rex Angst kriegt. Dazu brauchen wir einen Pinsel und schwarze Tusche, möglichst welche, die nicht sich wieder auflöst, also wirklich wasserlösliche Tusche. Und das Erste, was ich euch zeigen muss, ist, wie ich mit dieser Tusche arbeite, den Pinsel benutze. Guck mal, ich habe dieses Bild gemacht, um herauszufinden, wie der Tricepteros Tripoceps aussieht und habe ihn von verschiedenen Seiten gemalt. Hier, so sieht er von der Seite aus, richtig lieb und fröhlich. Und hier sieht er so ein bisschen von vorne, sieht er richtig gruselig aus. Und ich habe auch ein Video gesehen, wie der T-Rex den angreift. Zuerst haut der ab und denkt, oh, ich hau lieber ab, da kommt so ein dämlicher T-Rex. Und dann dreht er sich um und stellt sich dem Kampf. Und dann kann er mit diesem unglaublichen Schild, was so dick ist, und mit den Hörnern, schafft er es, diesen T-Rex zu besiegen. Und das finde ich sehr beruhigend. Ja? Dass mir sind die Leute lieber, die zuerst nicht so richtig kämpfen wollen und nicht gleich über ihn herfallen. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man das macht. Denn dazu muss man seinen Pinsel beherrschen. Ja, und seine Hand. Ich nehme den Pinsel und mache ihn mal jetzt hier. Guck mal, denkt bitte dran, immer ein Schälchen mit der Ausziehtusche woanders reinstellen, denn sie fliegt um. Ihr seht, die ist mir auch gleich umgeflogen, sonst wäre es hier nicht so dreckig. Dann nehmt ihr ein Blatt und dann versucht ihr, mit diesem Pinsel Linien zu machen. Passt auf. Und zwar, wir versuchen es erstmal mit einem solchen. Druck wegnehmen. Was habe ich denn hier für einen Pinsel? Warte mal. Druck und hoch. Das Wichtige ist, zieht den Pinsel danach hoch. Ja, nicht so und dann hier hinten, dass er so aussieht wie so eine Bürste. Ja, also Druck, Druck weg. Druck, Pinsel hochziehen. Und diesen Strich
müsst ihr erst mal üben, weil das macht auch Spaß. Guckt mal, hinterher könnt ihr daraus ein abstraktes Kunstwerk machen. Ihr müsst mit dünnen, ganz dünnen, dick, boah. Ja, und da könntet ihr richtig schöne Sachen machen. Guck mal, da, der Künstler kann aus jedem was machen. Guck mal, was ich hier, wenn ich jetzt schöne bunte Farben einsetze, habe ich schon mein erstes Kunstwerk gemacht. Abstrakt. Sehr schön. Aber wenn wir diese Fähigkeit erlangt haben, dann geht's jetzt los. Dann macht ihr sowas. Ihr schaut euch die T-Rexe an. Vielleicht versucht ihr auch mal, diesen nachzumalen. Wobei ihr mal ein bisschen aufpassen müsst, dass der Kopf von dem Tier unglaublich groß ist und er damit seinen ganzen Leib schützen kann. Der ist 3 Meter hoch, 8 Meter lang oder 10 Meter. Jedenfalls ein Riesenvieh. Und außerdem war er auch noch ein bisschen bunt. Naja, wir Künstler sind auch ein bisschen bunt. Und jetzt geht's los. Los geht's. Hier werde ich als erstes mal meine Leidenschaft begrenzen und sagen, also bis hierhin mal ich. Denkt immer dran, das ist besser. Wenn ihr wisst, wie viel Platz euch gehört. So, und jetzt, um so eine komplizierte Figur zu machen, müsst ihr einfach den ersten Schritt finden, den ihr machen wollt. Und ich finde, das Horn bietet sich an. So, hier ein Horn und hier machen wir jetzt das zweite Horn. Ich mache die ein bisschen so hübsch. So, und jetzt als nächstes müsst ihr die Achse malen, wo der Kopf lang geht. Das ist nämlich so ein Halbprofil. Und macht den nicht nach vorne, das sieht ganz eklig aus, so, ja. So ein bisschen schräg. Hier neben dem Horn geht das so raus. Guck mal, wie hübsch der Strich ist, ja. Dann geht es hier runter. Und dann geht es hier bis nach vorne zu diesem Schnabel. Der hat hier so einen Schnabel, ja. Oder man sieht aus wie ein Schnabel, sagen wir mal so. So, jetzt hier, das ist so ein bisschen von der Seite gesehen, kommt dieses. Aber alles viel näher dran und das geht dann bis hierhin. Das eine Auge ist hier, das können wir schon mal reinmalen. So, glotz, glotz. So, und hier ist das andere, das sieht man nicht mehr ganz so doll. So, und jetzt hier ist noch ein Horn, darum Trizepteros oder wie das heißt. Ich hätte es mir hier aufschreiben können, aber es ist vielleicht lustiger, wenn ihr mal nachschaut, was ich hier eigentlich male. So, und jetzt hier ist sein Maul. So, so, zack. So. Dann hat er hier natürlich das alles aus Horn. Hat er hier solche Horndinger. So, jetzt kommt hier sein Kragen, der richtig dick ist. Und der sieht aus so wie Blumen. Zack, zack, zack. Hops, 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 hops. Bis hier. So. So, das ist jetzt erstmal so, dass ich ungefähr weiß, wo ich hin will. Jetzt habe ich hier einen ziemlich großen, ihr dürft jetzt nicht so ängstlich sein, dass das hier nicht so genau stimmt. Wenn es genau stimmt, ist unter Garantie langweilig, ja? Denn ich will ja expressiv sein. Guckt mal hier, kommt der schon an, der schleicht sich an. Da ist mein Tyrannosaurus Rex, den werde ich jetzt die Leviten lesen. So, guck mal, was er für starke Krallen hat. So, die können schon mal so nach vorne sein. So, 1, 2, 3, 4. So. Jetzt der Rücken. Der erinnert mich so ein bisschen an meine Meerschweinchen von früher. So, der Hintern, zack. Immer so schön, nicht genau malen, sondern depressiv malen, sondern expressiv malen. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Kralle, 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 Kralle. So, und ein bisschen Schwanz. Mal guck mal, wo ihr den Schwanz noch hochkriegt. So, und der hat hier oben drauf auch noch so eine Höcker. Und dann, ihr glaubt es nicht, hat er noch so ein paar Stacheln oder Haare da hinten drauf. So, jetzt haben wir den erstmal hier so ein bisschen raufgemalt. So, und jetzt geht es darum, da ein Bild draus zu machen. Jetzt guckt erstmal so euch das an.
jetzt haben wir die Strichzeichnung sozusagen drauf. Jetzt müssen wir Akzente setzen, Schatten. Jetzt passt auf, hier zum Beispiel, damit der Körper hinterher richtig schön zu sehen ist. Jetzt müssen wir den Pinsel wirklich, da könnte auch ein bisschen größerer Pinsel ja nicht mal so schlecht sein. Hier, guck mal, damit das richtig gut rauskommt, der Kopf, lege ich hier Schatten in die Figur ein und versuche die so ein bisschen so zu malen, dass das wirklich alles gut zu sehen ist. So, hier den Dings. Aber die Hörner, die will ich hinterher nur farbig weiß oder weiß ich, wie ich die haben will. Da müssen wir so ein bisschen abwarten, was uns der Geist sagt. So, hier unten muss richtig schön das draufstehen. So. Und hier hinten machen wir jetzt auch noch ein bisschen. Da kommt ja auch noch die ganze Farbe rauf. So, wenn das jetzt dann erstmal trocken ist, dann, ach nee, das ist ja die Technik, wo wir auch noch ein paar sowas machen hier. Guck, da müsst ihr hinterher Mut haben, ja, dass er hinterher einfach immer über das Bild spritzt. Das ist nämlich, das sieht modern aus, außerdem sieht es schick aus, nicht nur modern, das ist jetzt so, oh, wirklich noch was aussieht, das habe ich aber dabei raufgespritzt, ja? Sondern es muss wirklich schön aussehen, so. So, meine Hauptfarben werden gelb und blau sein. Nehmt bitte einen anderen Pinsel als den, mit dem ihr schwarz gemalt habt. Ihr kriegt sonst einfach kein anständiges Gelb hin. Gelb ist eine ganz zarte, empfindliche Farbe. Ich nehme Aquarellfarbe und mache hier mir gleich auf einem Porzellanteller, mache ich mir eine richtige Suppe, weil ich möglichst viel von diesem Gelb hier drauf haben will, dann kann ich nämlich auch gleich in der, guck mal, so viel machen, dass ich es wirklich satt auftragen kann. Und dann ist nicht ausmalen, sondern aufsetzen. Ja, hier, so, ich setze das jetzt auf. Die Hörner, so, boom, so. Und jetzt richtig so Lust haben daran, ja, an den Farben. Hier muss auch noch was und dann kippe ich auch noch ein bisschen was rauf. Hier, und jetzt mache ich die Farben so, verteile ich die so, wie es mir jetzt in den Sinn kommt. Immer schön dieses Bild fragen, wo noch was hin muss. Und wenn jetzt hier auch Tropfen oder so raufkommen, ist es ganz wurscht. Hier ist jedenfalls die Hauptsache. Hier muss man hingucken. Und aber man muss trotzdem von der Farbe überall noch woanders auch was drauf haben. So, zacki, das ist die erste Farbe. So, nochmal auf. Spritzen, Teller weg und nächste Farbe. Jetzt nehme ich hier ein richtig schönes Zinnoberrot und lasse es hier jetzt so verlaufen. Diese ganze Buntsache muss relativ schnell gehen. Wenn das nämlich trocken ist, dann sind mir viele Effekte verloren gegangen. Ja? So, hier rauf. Jetzt nehme ich auch gleich noch Orange. So, immer schön anmischen. Dann rauf auf den Teller, damit ich dann auch kippen kann. Ja? Hier, jetzt seht ihr, so rauf, hier. Das Schild, da in der Doku, die ich gesehen habe, da habe ich gesehen, mit welcher unglaublichen, wunderbaren Mechanik dieses Ding ausgestattet ist, dass der wirklich immer nur zum Schutz da ist. Vielleicht sollten wir uns hier mal genauer angucken, wenn wir anfangen, diese Welt retten zu wollen, wie man so aussehen muss. Wenn man den T-Rex hier gewinnen muss. So, jetzt habe ich alles nur warme Farben drauf. Und jetzt müssen natürlich auch kalte drauf. Ich wechsle jetzt mal den Pinsel, nehme den anderen und jetzt geht's mit Blau weiter. Mit einem richtigen, ekligen, gemeinen. Oh, hier, so was ist das? Zyan. Guckt mal jetzt. Ach, hier rauf damit. Ah, jetzt fängt's an. Ich mache den Hintergrund in diesem Blau, der mir den heißen, die heißen, warmen Farben wie heißt denn der jetzt hier nochmal? Trizetops hier. Und jetzt guck mal, jetzt will ich dieses Blau, muss jetzt auch hier rauf,
Ja, weil die Dinge müssen alle miteinander irgendwie verwoben sein, so wie es in echt ist. Und diese Farbe bildet mit dem Gelb zusammen ein wunderschönes Grün. Und mit dem Orange zusammen ein Braun. So, jetzt gehen wir mal hier nochmal rüber. Hier ran, das soll eigentlich meine Außenfarbe sein. So. So, jetzt mache ich noch mal hier eine. So, und ihr müsst ein bisschen leidenschaftlich sein. Also nicht sitzen dabei, ja, sondern stehen. Ja, denn im Sitzen hat man nicht so viel Leidenschaft. Ihr wisst ja, ihr sitzt ja, wenn ihr leidenschaftlich seid, sitzt ihr ohne irgendwo rum. So, jetzt will ich noch andere Farben haben, nämlich kaltes Rot, Violett, alles sowas. So, nehme ich jetzt hier von. Hier, das sind so eine alten russischen Kästen, die sind unglaublich gut. So, hier guckt, da kann ich jetzt einen schönen Kontrast setzen zum Gelb. Und es soll auch immer schön alles ein bisschen laufen. Ich finde, es fehlt so ja noch ein bisschen Rot, Schwanz. Ich hatte hier mal so eine schöne Farbe hier, guckt mal. Oh, die ist gut, wa? Hier, guckt mal her, da kann er im Gesicht noch ein bisschen mehr Power kriegen. Das ist ganz schön weggegangen, die Farbe hier, wa? So. Müsst ihr immer wissen, das zieht die Farbe weg. Das Papier, ja? So, und wenn ihr noch so Farben hier raufgekleckert habt. So, warte mal, hier war noch so ein schönes. Ganz tiefes Violett. Was gibt es denn hier noch so für Farben? So. Dann nehmen wir das Blatt hoch und fangen an, alles miteinander verlaufen zu lassen. So. Aber genau hingucken, was passiert. Nicht, dass wir hinterher alles grau haben. So, mal so lang, mal so lang. Da kommen noch schöne Effekte. So. Immer beobachten das Bild, immer gucken, wo könnte ich jetzt eventuell oder muss ich sogar noch irgendwas reinmachen. Versuche ich noch mal hier so ein bisschen Gelb drauf. Naja, sieht das Gelb geht nicht mehr. So. Im Rot bin ich noch nicht so zufrieden. So. Jetzt. So. Wo sind der? So, hier, den will ich ein bisschen freier haben. So. So. Und jetzt gibt es nur noch eine Sache. Nämlich, ich male noch mal zum Schluss schwarz. Und zwar jetzt im Nassen. So, jetzt nehme ich nur noch mal schwarz und mache jetzt noch einige Kontraste. Denn hier meine Hörner, die wollte ich eigentlich, dass sie zu sehen sind. Die sind mir noch zu wenig zu sehen. Darum werde ich jetzt hier noch mal schwarz laufen lassen. So, auch möchte ich gerne, dass diese Hörner hier noch mal, dass es so ein bisschen wirklich so nach Horn aussieht. So. So. Bisschen gruseliger darf das viel ruhig aussehen. Sonst hat so ein T-Rex ja keine Angst. So. Und zum Schluss, wie immer, fangen wir nochmal an. Guck mal hier, nochmal richtig Kontrast drin. Schwarz und Blau sieht auch schau aus. So, und jetzt spritzen wir nochmal hier so schwarz rauf. Und jetzt hoffen wir, dass das ein schönes Bild geworden ist. Also es muss im Herzen diese ganze Kraft der Farben, dieser Optimismus, ja, der Pflanzenfresser hier wird siegen, der Trizopterus, egal ob ich seinen Namen kenne oder nicht, es wird genug Trizopterus geben, die darf man ja nicht benennen, die werden die Welt wieder menschlicher machen. So, ich denke, dass das bei uns in unserer Natur verwurzelt ist. Nicht Krieg ist verwurzelt, sondern Frieden ist verwurzelt in unserer Natur. Nur die Gier
macht uns zu dem, was jetzt passiert. So, fertig. Fertig. Hier habe ich jetzt mit Pastellkreide noch einige Akzente draufgesetzt, um dieses nochmal zu verdeutlichen, weil bei diesem ganzen Schnellgemahle hier mir einige Farben noch nicht leuchtend genug waren. So, ich denke, jetzt ist der recht eindeutig geworden und ihr müsst einfach wissen, man kann es nicht wollen. Es wird so und der hintere, den ich gestern gemalt habe, dann, um mich einzuüben, der hat einen ganz anderen Charakter als dieser hier. Also es wird immer so sein, dass die immer, je mehr ich davon male, werden die alle anders sein. Denn ich bin auch immer anders, ihr seid immer anders, jeder ist jeden Moment anders und das ist auch schön so. So, ich wünsche euch viel Spaß und Kraft und Mut, alles verlaufen zu lassen und euch hinterher an den wunderschönen Farben des Tieres hier zu erfreuen, der den T-Rex besiegen wird. Tschüss. Malen, Lachen, Lernen mit Diplom-Grafikerin Christine Klemke. So. Jetzt guckt mal hier, wenn ihr euch das Elefantenvideo anguckt, dann ist es ungefähr die gleiche Technik, bloß es ist ein Elefant, während das hier ein Sieger ist, ein Siegertyp.